Und hallo liebe MOBA-Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Mobile Legends. Mit dabei ist der Gameplayer. So, dann werden wir mal... Oh, in der Gruppe ist was passiert. News. Hä? Die ist doch schon in einem Squad, dann halt Refus. Bitte, wer nicht will, der hat schon. Und da lade ich dieses Mal zu einer Runde ein. Eine Runde klassisch, machen wir mal wieder. Und dann geht es jetzt auch schon mit dem Matchmaking los. Ja, ich habe immer noch 182 Diamanten, aber ich spare die mal, weil ich möchte später mal... Irgendwann lade ich hier mal wieder auf meine Diamanten und dann kaufe ich mir alle Skins von Cyclops, die mir noch fehlen. Weil ich habe nur einen Skin von dem. Und es wäre eigentlich ganz nice, mal den Saber zu haben. Und den Superabenteurer. Ich habe noch nie einen mit dem Elite-Skins von Cyclops gesehen. Und auch mit dem Halb-Elite nicht, also bin ich scheinbar hier der Einzige, der damit rumrennt. Also bin ich eigentlich der Beste. Bin ich sicher. Soll ich Eudora spielen oder Minotaurus? Am besten wäre halt der Minotaurus, weil dann kannst du den Schaden für mich abfangen, damit ich Schaden machen kann. Klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber ist es nicht. Ach, da unten hat jemand Bane. Ja, deswegen konnte ich ihn nicht nehmen. Ah, so, derjenige war schneller. Man muss halt auch dann auswendig wissen, wo seine Helden liegen, damit man so schnell wie möglich drauf tippen kann. Leider. Ja, meiner wurde, Bane wurde mir leider gerade erst angezeigt. Da war, davor hatte ich... dass er überhaupt da drinne war. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Ja, die sind dann... Manchmal sind sie auch weit unten und im Fußballmodus ist es wieder so anders geordnet. Da muss ich schnell runterscrollen und auf Cyclops tippen. Oh nee, die haben Lancelot. So ein Scheiß. Und die haben Yai San Shin. Och nee. Da regt man sich jetzt schon auf. Naja. Jaisan Shit. Vielleicht spielen wir mit Profis, wie wir es sind. Dann sollten wir kein Problem haben, weil wenn wir beide jetzt unten lang gehen, kann Bane die obere Lane mit, was weiß ich, mit Layla nehmen und Lolita nimmt halt die Middle Lane und macht dort Ruling. Vielleicht geht der Lancelot ja auch oben lang. Ja, hoffentlich, ja, weil wir gehen nämlich die untere Lane lang. Vielleicht damit Glück und dieser Lancelot ist ein absoluter Noob. Aber das sieht vom Zauber her jetzt nicht so aus. Wenn manche immer noch den Startzauber ausgerüstet haben, dann könnte man schon denken, naja. Wir werden ja sehen. Bei mir sieht man, dass ich schon kein Noob mehr bin, da ich schon den Versteinerungszauber ausgerüstet habe. Was macht der Versteinerungszauber eigentlich? Tja, der versteinert Personen für ein paar Sekunden und richtet magischen Schaden an. Ach, ich glaube, ich bleib eher auf Heilung. So. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich einen anderen Helden vermisse ich diese Heilung hier. Ja, du musst da, der ist immer dann vorm Spiel wechseln. Ups, das wollte ich nicht. Nein, scheiße. Ja, und dann geht sie schon weg. Teilt euch die Wege auf, so rum. Aber alle kommen hierher. Weil ich gebe hier sozusagen die Befehle. Ah, Lancelot ist da in der Middle Lane, sehr gut. Am besten man bleibt hinter den eigenen Vasallen, Minions, damit man am Anfang nicht so viel Schaden kriegt. Ja, aber... Weil du brauchst das noch... Weil du brauchst das noch für die Helden. Die anderen gegnerischen Helden, die da kommen. Das ist gut, dass ich jetzt gerade im Makro-Modus bin. Ja, am Anfang geht das noch mit dem Schaden. So, jetzt möchten wir hier weg. Gab es den Akro-Modus im echten Leben? Ich
wollte ihn heute so hart benutzen. Ich wollte eigentlich heute um 14 Uhr schwimmen gehen. Aber ich habe eine Erkältung. Okay, aber irgendwie auch Glück für mich, da ich da ja nicht alleine aufnehmen muss. Oh, jetzt nervt die darum. Ich kenne die. Die ist ein. Ich muss sagen, die ist nur schlimm, wenn sie ihre große Attacke macht. Achtung! Ja, die. Oh nee, Mann, ich wollte jetzt eigentlich aus dem Gebüsch springen. Oh, jetzt habe ich den falschen Zauber. Oh, die kriegt man da nicht so einfach. Hier wäre Franco ganz gut mit jemandem, der ihn spielen kann. Ja. Nee, da gehe ich nicht rein. Alter, die macht immer bloß einen Schlag, wenn die wenigstens mehrere versuchen würde. Jetzt wird sie mehrere versuchen. Jetzt wird sie mehrere versuchen. Hell. Ach, komm schon. Haha, Rückzug. Sorry, aber wir müssen... Ich habe einen Feind erledigt, aber jetzt müssen wir uns zurückziehen. Oh nein. Lass sie ruhig kommen. Nicht aus dem Turmbereich rausgehen. Lass sie ruhig kommen. Das hier ist alles Taktik. Alles Taktik. Wo sind die jetzt hin? Haben die zu viel Alkohol gesoffen oder was? Nein, die laufen gerade da weiter. Und zu ihrem Turm. Da muss ich jetzt hoffen, dass meine Leben sich jetzt einigermaßen wieder aufladen. Die laden sich nach einer Zeit auch von selbst wieder auf. Achtung! Yes, Double Kill. Nee, kein Double Kill, aber zumindest mein zweiter Kill schon. Hey, ist der da AFK? Der da das AFK? Schnell den Turm down machen und dann... Todesrausch! Ich bin wieder am Abstauben, Leute! Heute ist der, der eigentlich die Kills bekommen sollte. Der, der nur hilft. Oh, Grab! Oh, Grab! Noch nicht zu sehr zurück. Achtung! Na, ich wollte jetzt meine Ultra zünden. Rückzug, Rückzug! Zurückgehen, zurückgehen. Die haben auch ihre Minions. Wir müssen zu unseren. Früher waren Minions gelb und freundlich. Heute sind es solche sogar. Ja, da siehst du mal, wie sich die Zeit verändert. Die kommen nicht so nah an uns ran. Die wissen, dass wir gut sind als Team hier. Bisher sind wir ja noch nicht gestorben. Das soll doch so bleiben. Oh Gott, zurück, zurück, zurück. Ah, shit in der Mitte. Ah, das... Ich hier wieder mal nicht so viel ausrichten konnte, das ärgert mich. Das wird ein harter Kampf gegen die. 3, 2, 1. So, ich heile mich gerade eben. Also ich regeneriere gerade eben wieder Leben, Gott sei Dank. Ja, dieses Ring, ist das Teamheilung? Nee, das hilft leider nur mir, sonst hätte ich dich ja jetzt auch mit geheilt, da ich ja neben dir gestanden habe direkt. Also, nee, dieses Ring bei mir, was, wenn ich es anklicke. Genau, aber aktuell hast du ja volle Leben. Wir rücken aus! Hinter uns, hinter uns! Ja, ich seh's. Ah. Scheiße! Ich zieh mich zurück. Aber egal, ich habe 3 Kills, einen Tod und ein Assist. Das ist ja schon mal was. Ich habe 3 Assists. Zum Turm solltest du doch. Ach so, du bist ja beim Turm. Ups. Ja, ich bin beim Turm hier. Habe ich nicht gesehen. Ich umlaufe ihn gerade. Jetzt habe ich da mal ein falsches Ausrufezeichen setzen müssen, auch so sehen.
Da hat noch jemand den Todesrausch. Was passiert, wenn man einen Minotaurus an einem Turm warten lässt? Da kommen die alle. Da habe ich jetzt eben einen reingeknallt. Ja, Bane ist da. Das war nicht der Bane, den wir brauchen. Da, da ist Lancelot. Shit. Zurück, zurück, würde ich sagen. Und nee, dann auf Lancelot. Ich habe viel Schaden gemacht und der kriegt die Kills. Naja. Oh nee. Oh, Mann, das kotzt mich an. Ja, schön AOE Flächenschaden gemacht. So, der Turm kriegt da jetzt alle reingeknallt hier. Mann! Lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück. Keine Chance, bitte. Ja, ich hab die Kurs nochmal feier. Die sollten uns definitiv nicht folgen können. Okay. So, weil wenn wir am Turm sind, muss ich jetzt mal eben einkaufen. So, etwas, was gut im Angriff ist, aber auch meine Dingenszeit verändert. Mensch, hier muss ich hin. So, hier, nochmal 10% Abklingzeitreduzierung hier. Und dann nochmal weitere 5% Abklingzeitreduzierung. Ach komm schon! Oh, das gibt's doch nicht! Greift ja jeden dann mit an oder nur uns? Jeden irgendwie. Also, das sucht sich wahrscheinlich immer seine Ziele aus. Egal, wir haben genug Leben, um voranzuschreiten hier. Was für ein überpowerter Charakter. Also, Yinsan Shun oder wie der heißt, der ist einfach nur nervig, mehr ist das nicht. Man kann ihn auf jeden Fall gut besiegen, wenn er einem gegenübersteht. Oh Gott. Nicht immer weglaufen. Lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück. Nicht immer weglaufen. Weil du musst für mich auch den Schaden ein bisschen mit abfangen. Sonst hätten wir die jetzt besiegen können. Wir sind im Turm und wenn ich im Turm bin, ich hab Arsch. Na, in den Turm nicht reingehen, aber halt kurz davor stehen bleiben. Oh Gott. Hey, die hat. Rückzug! Wir haben das Team ausgelöscht. Hier siehst du, der ist einfach zu besiegen. Nein! Nein, 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 nein! Scheiße! Oh Mann! 10 Minuten ohne Tod überlebt. Na, 2 Tote, aber das macht nichts. Bei meiner Statistik ist das eigentlich ganz gut. Ich habe nämlich 7 Assists und 5 Kills. Oh, aber 10 Assists, 1 Kill. Oh ja, ich sehe es gerade. MVP werde ich zwar nicht, aber so könnte ich eventuell wenigstens Gold werden oder Silber. Ja, hat denn bisher beste Chancen auf dem MVP zu werden? Diese Layla da. Oh Gott. Also ich muss sagen, der Gegner hat plus 6 Kills erreicht. Aber die Loot spielen wir und sie trotzdem nicht. Was sie tun. Aber irgendwie sind wir besser, naja. Guck dir mal an, deren Base ist bald Schrott. Wir haben die meisten Kills. Jetzt kann eigentlich kaum noch was schief. Und die haben nicht mal einen Turm von uns noch bekommen.
Ja, eigentlich kann nichts mehr schief gehen. In der Middle-Lane sieht es höchstens schlecht aus. Einigermaßen, aber es geht schon. Fane macht sich jetzt Gott gleich. Ich höre doch nochmal meine Zauberkraft mit dem Stab des Rates. Ausgelöscht wieder. Und gewonnen! Yeah! Da hat denn der Jan seinen Shin nichts genützt. Und Lancelot auch nicht. Victory! Okay, liebe Leute, das war wieder mal eine Runde Mobile Legends. Ich bin Goldrang geworden, yay, 219 Gold, denn ich habe immer noch den doppelten BP-Bonus und doppelten XP-Bonus, deswegen habe ich auch 184 XP und ich habe noch weitere Bonis in Petto, also keine Sorge. Und da ist die Statistik, ich gebe einmal einen Daumen nach oben, yeah. Natürlich ist Delos, Hall und 61 da MVP geworden. Ja, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, schreibt unbedingt etwas in die Kommentare und vergesst nicht, Leute, sind die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao! Willst du nicht noch was sagen? Ja, tschüss!